Guten Quatsch, Hamburg. Eure Radio Hamburg Comedy Show mit Olli Hansen, Jessica Burmeister und Peter von Rumpold. Präsentiert vom Billstedt Center Hamburg. Ja, ich liebe es richtig. Wir waren mit der 7. auf Klassenreise da. Stadt Eiffelturm Paris war viel cooler, ist so. Das größte Shoppingcenter im Hamburger Osten mit über 110 Geschäften. Guten Quatsch. In der Corona-Zeit waren wegen der Reisebeschränkungen Feriendomizile an Nord- und Ostsee heiß begehrt. Doch stellt sich bei den Horror-Benzinpreisen Ernüchterung ein. Und so sucht jetzt so mancher eine Ferienimmobilie möglichst dicht am eigenen Zuhause, um die Anfahrtskosten zu sparen. Aber wie soll das bei dem überhitzten Immobilienmarkt gehen? Olli Hansen hat zwei Familien getroffen, die aus der Not eine Tugend gemacht haben. Olli, wie geht das? Ganz einfach, Peter. Familie Kruse und Familie Dolbohr sind seit 10 Jahren Nachbarn. Die Kruses haben ein Mittelreihenhaus, die Dolbohrs das Endreihenhaus daneben. Durch die gestiegenen Spritpreise wollten beide Parteien ein Feriendomizil in unmittelbarer Nähe haben. Denn eigentlich wohnen sie hier in Großhansdorf ganz lauschig mit viel Grün. Weißt, wie ich mein? Ja, kenne ich die Ecke. Schöne Bushaltestellen haben die da. Nicht nur das. Auch der neue Verkehrskreisel und der Schleckimarkt im altgotischen Stil sind im Grunde allein schon eine Reise wert. Beim Stammgriechen Taverna Schwachsinnikakis kam den befreundeten Nachbarn die geniale Idee. Sie tauschen am Wochenende einfach ihre Häuser, sodass das Nachbarhaus zum Ferienhaus wird. Die Vorteile liegen auf der Hand. Kein Anfahrtsweg, keine Spritkosten, keine Zweitwohnungssteuer. Und kein Gemoser der Kinder, von wegen schon wieder ins Ferienhaus, ich will meine Freunde sehen. Und trotzdem hat man einen Tapetenwechsel. Sollte man mal was vergessen haben, geht man einfach rüber und holt es sich. Genial. Lass so machen, Peter, ich guck mir jetzt nochmal das Konzept von Arne Wiechmann an. Der hat ein Segelmast auf sein SUV-Dach geschraubt und will sich damit über die A23 in sein Ferienhaus pusten lassen. Sollte strammer Nordwind ihm einen Strich durch die Rechnung machen, melde ich mich noch morgen. Habt ihr das exklusiv, okay? Ja, vielen Dank, Olli Hansen. Kurznachrichten mit Jessica Burmeister. Playboy, Schlagertroller Michelle zieht blank und sagt, man kann mit 50 noch so aussehen wie ich. Ja, Michelle, ganz ehrlich, man kann, wenn man gar nichts zu sagen hat, auch einfach mal den Mund halten. Herr der Ringe, neues Fantasy-Prequel-Sequel-Dequel kommt in die Kinos. Titel, irgendwas mit Macht, Erde, dies, das. Verbraucher, nach Benzin kommt der Brötchenpreisschock. Ja, wer richtig Kohle hat, shoppt nicht bei Louis Vuitton oder Gucci, sondern fährt mit dem Auto zum Backshop. Das Wetter. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von Taverna Schwachsinnikakis Großhansdorf. Das war's von uns. Für uns Montag wieder. Bleiben Sie doof. Wir sind es schon.